Willkommen zu einem Video und heute gehen wir auf den Trailer von Smile 2, ja. Wir hatten letztens den Trailer von Terrifier abgecheckt, da habe ich gedacht, komm, gucken wir uns das auch noch an, weil es hatten ein, zwei Leute in die Kommentare geschrieben, ob ich mir das anschauen werde, Smile 2. Ich muss dazu sagen, ich habe den ersten Teil nicht gesehen, ja, aber wäre offen dafür, mir das mal anzuschauen, weil ich glaube, es ist nämlich gar nicht so schlecht, ja, der erste Teil gewesen. Habe auf jeden Fall schon mal öfter was Gutes darüber gehört. Ist halt so ein Neuzeit-Horrorfilm, ne? Die kann natürlich nicht mit den alten Klassikern mithalten. Aber wir schauen uns jetzt mal den Trailer zum zweiten Teil an. Let's go! Kinocheck. Hör mir jetzt gut zu. Etwas sehr Schlimmes ist passiert. Erinnerst du dich an Louis Fregoli? Von der Highschool? Ich war in seinem Apartment. Und als ich dort war... Louis? Hat er mich angelächelt. Digga. Okay. Ladies and Gentlemen, Sky Riley, du bist gerade mitten auf einer großen Welttournee. Alles okay. Okay, also so wie ich das jetzt verstehe, ist das jetzt aber keine Fortsetzung zum ersten Teil, oder? Weil diese Frau hier hat ja keine Ahnung, was da gerade vor sich geht, ne? Okay. Das Gesicht. Dieses Ding ist ein Parasit. Du hast einen Tod mit angesehen. Jetzt klammert es sich an dich. Digga, wo kam der denn her? Ich habe Todesfälle zu dir zurückverfolgt. Niemand hat länger als eine Woche überlebt. Sky, what the fuck? Und geh wieder raus. Nein, ich lass nicht zu, dass dieses Ding... Okay. Also vom Setting ist das hier also nicht so ein Standardding. Einfach verlassenes Haus, wo es am Spuken ist und was weiß ich, alles verlassen. Das ist hier mitten in der Stadt. Findet das Ganze statt und wir haben hier eine Frau, die anscheinend eine Sängerin ist, die anscheinend unglaublich bekannt ist und die hat jetzt hier dieses Smile-Problem. Ist mal was anderes. Auf dem ersten Hören finde ich das sehr interessant. Nicht benutzt. Wie halten wir es auf? Zuerst müssen wir dich töten. Was? Was? Oh. Wir müssen das beenden. Egal, was passiert. Du hast nicht die Kontrolle. Sondern ich. Ich muss es aufhalten. Aber ich weiß nicht, wie. Aber ich weiß nicht, ob die Jumpscares hier so gut ziehen, weil... Keine Ahnung, ich habe mich jetzt nicht einmal erschreckt hier. Und das sind halt so ganz normale Leute, wisst ihr? Also es gibt in dem Film halt nicht so eine krasse Figur, wie es in einem, zum Beispiel jetzt Freitag der 13. gibt. Da gibt's Jason, der ist einfach eine Filmlegende. Das gibt's hier nicht. Es sind einfach so irgendwelche Randoms, die dich halt einfach ansmilen. Ja, muss man mal schauen, ne? Jetzt steht einer. Aha. Junge! Wann kommt der jetzt raus? Demnächst, ja, geil. Ja, also sah ganz interessant aus. Ich guck mal, dass es bei Amazon oder Netflix den ersten Teil gibt. Da will ich mir das mal anschauen, den ersten. Und dann irgendwann auch mal vielleicht den zweiten, ja? Wie jetzt gefallen, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert nicht vergessen. Checkt die Videobeschreibung ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal und haut rein.